Finde einen ruhigen Platz, wo du nicht gestört wirst. Mach es dir jetzt bequem. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und entspanne dich. Dies ist jetzt deine Zeit, dich deiner Heilung und deiner Balance zu widmen. Fang an, tief einzuatmen. Und wenn du ausatmest, spüre eine tiefe Frieden und Ruhe in dir. Atme tief ein und beim Ausatmen atme tiefe Friede und Ruhe aus. Und dieser Friede und diese Ruhe breitet sich immer mehr in dir aus. Fokussiere dich auf diesen Frieden in dir. Und jedes Mal wirst du immer entspannter. Du atmest ein und Ruhe und Frieden aus. Gelassenheit breitet sich in dir aus. Du entspannst dich immer tiefer, je mehr du dich auf deinen Atem konzentrierst. In diesem entspannten Zustand gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Wurzelchakra. Sein Sitz ist am unteren Ende deiner Wirbelsäule. Der Höhe deines Steißbeins. Wenn du jetzt einatmest, stell dir vor, wie du ein wundervolles, leuchtendes Rot in dich hineinatmest. Ein leuchtendes, wundervolles Rot. Atme diese wundervolle Farbe in dein Wurzelchakra hinein. Und beim Ausatmen lässt du alle Blockaden los, die dir jetzt bewusst werden. Visualisiere dir diese vibrierende rote Farbe, wie sie in dein Wurzelchakra hineinfließt. Spüre diese Lebendigkeit, dieses Erdende. Diese Farbe hilft dir, wieder lebendig zu werden. Die Farbe Rot steht auch für deine Lebenskraft und Lebensaufgabe. Wieso bist du hier? Atme ganz tief in dein Steißbein hinein. Heil, rot, vibrierende Farbe ein in dein Wurzelchakra. Und beim Ausatmen lässt du alle Ängste und Sorgen los, alle Blockaden, die bezüglich Geldsorgen zu tun haben, Existenzängste. Atme tief aus und ein. Ein ganz tiefes Wohlbefinden und Sicherheit breitet sich in dir aus. Es ist alles richtig und gut. Hab Vertrauen. Das Wurzelchakra steht auch für Urvertrauen. Und jetzt gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Nabel. Ungefähr 2 cm unterhalb des Nabels befindet sich das Sakralchakra.
Das Sakralchakra steht für Kreativität. Seine Farbe ist orange. Wenn du jetzt einatmest, atme diese wundervolle orange Farbe ein. Die Farbe der Kreativität. Und der Balance. Und beim Ausatmen dürfen sich alle Blockaden lösen. Atme tief die orange Farbe ein. Diese vibrierende, pulsierende, lebendige orange Farbe. Und wenn du ausatmest, lass alles los, was dich blockiert. Alle Blockaden, die mit deinen physischen Bedürfnissen zu tun haben, mit deinem Ausdruck, die nicht erfüllt werden, darfst du jetzt hinausatmen. Atme das wundervolle orange Licht ein. Und dein Sakralchakra füllt sich immer mehr mit dieser wundervollen Energie auf. Spüre dich lebendig und erfüllt mit dieser Farbe Orange, wie es dich auflädt. Und jetzt gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Solarplexus. Er ist in der Höhe deines Magens. Das Solarplexus-Chakra ist das Zentrum deiner Emotionalität und deiner Macht, deiner persönlichen Kraft und Kontrolle. Wenn du einatmest, atme ein wundervolles, leuchtendes, gelbes Licht in dein Solarplexus hinein. Ein wundervolles, leuchtendes Gelb. Es ist kraftvoll, es leuchtet und strahlt. Und es wandelt alles um beim Ausatmen, was nicht dorthin gehört, in dein Machtzentrum. Lass alles los. Lass alle Bedürfnisse los, die du hast, die mit Macht und Kontrolle zu tun haben. Atme tief ein, diese reinigende gelbe Farbe. Atme alles aus, was an Blockaden da ist, wo du nicht deine eigene Macht leben kannst. Spüre eine Lebendigkeit, die dich jetzt erfüllt, die dich balanciert. Und während du diese Reise durch die Farben machst, fühlst du dich immer ruhiger, entspannter, ausgeglichener. Und jetzt konzentriere dich auf die Mitte deiner Brust. Dort ist der Sitz deines Herzchakras. Das Zentrum deiner Liebe und deines Mitgefühls. Und wenn du einatmest, atme ein wundervolles, smaragdgrünes Licht ein. Und dieses wundervolle grüne Licht ist erfüllt mit Klarheit und Weisheit, mit deiner Herzensweisheit. Und wenn du ausatmest,
darfst du alle Blockaden loslassen, die dich daran hindern, deine Liebe auszudrücken. Alle Blockaden, die dich daran hindern, dich selbst zu lieben. Atme diese wundervolle, klare Grün ein in dein Herz. Es ist das Grün der bedingungslosen Liebe. Und wenn du ausatmest, lass alle Blockaden los. Spüre, wie du von tiefer Liebe erfüllt wirst, von Frieden, Ruhe. Und jetzt konzentriere dich auf deinen Hals. Dort ist der Sitz deines Halschakras. Das ist das Chakra deines Ausdrucks, deiner Kommunikation. Wie du dort deine eigene Wahrheit zum Ausdruck bringst. Atme wundervoll vibrierende, hellblaue Energie ein. Die Farbe Blau steht für Wahrheit und Klarheit und Kommunikation. Spüre, wie dieser Bereich in deinem Hals jetzt gereinigt wird und geklärt wird. Und wenn du ausatmest, atme alle Blockaden aus, die dich daran hindern, wo du dich zurückhältst, dich selbst auszudrücken. Atme dieses wundervolle helle Blau ein. Und es balanciert dich. Es balanciert deine Kommunikation, dein Ausdruck. Und wenn du ausatmest, lässt du alles los, was du an Blockaden hast, die dich daran hindern, dich so auszudrücken. Bringe nun deine Aufmerksamkeit in den Raum zwischen deinen Augen. Dort ist der Sitz deines dritten Auges, dein Stirnchakra. Der Sitz deiner Hellsichtigkeit, deiner Intuition. Spüre diese Energie. Und jetzt atme ein tiefes Violett ein. Mit Indigo, Blau. Das ist die Farbe der Transformation. Spüre diese Verbindung mit dem göttlichen Geist. Atme ein. Und aus und lass alle Blockaden los, die dich hindern, deine Intuition zu folgen, deine Hellsichtigkeit zu benutzen. Atme alle Blockaden aus und lasse los. Und atme wundervolles, vibrierende Indigo-Violett ein. Dies ist eine ganz tiefe, spirituelle Farbe, die alles reinigt und umwandelt. Du wirst aufgeladen mit dieser wundervollen Energie. Und wisse, du machst eine sehr gute Aufgabe hier und Arbeit auf der Erde. Und du kannst dich mit Farben selbst heilen. Und jetzt gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Kopf,
nach oben, in die Höhe deines Scheitels. Dort ist der Sitz deines Kronenchakras. Das ist das Zentrum der Manifestation, der göttlichen Führung. Geh dort mit deiner Aufmerksamkeit hin. Vielleicht kannst du dir auch eine Lotusblüte vorstellen, eine weiße Lotusblüte. Atme tief ein, pures weißes Licht, was in dein Kronenchakra hineinfließt. Es reinigt und klärt diesen Bereich des Hellwissens, der göttlichen Führung. Spüre, wie dieses Kronenchakra sich langsam öffnet. Und dass alles, was gut ist in deinem Leben, zu dir kommen mag, dass du dieses Vertrauen bekommst, dass du alle Blockaden jetzt auflösen, die dich in irgendeiner Weise zurückhalten, deiner göttlichen Führung zu vertrauen. Und wenn du einatmest, atme dieses wundervolle weiße Licht ein. Es energetisiert und klärt. Und wenn du ausatmest, lässt du alles los, was dich behindert, deiner göttlichen Führung zu vertrauen. Jetzt. Genieße jetzt diese Arbeit. Genieße. Entspanne. Deine Chakren sind jetzt aufgefüllt mit neuer Energie und sie strahlen in ihrer schönsten Farbe. Du fühlst dich jetzt aufgeladen und gereinigt und geklärt und ausgeglichen. Und du kommst langsam wieder zurück in diesen Raum und fühlst dich vielleicht etwas anders. Du fühlst dich jetzt lebendiger, balanciert.